Hallo und herzlich willkommen zurück bei Warhammer 40k Rogue Trader. Ich habe gerade in Auftrag gegeben, das Projekt auf Kiawagamma Riesen. Vor Jahrhunderten wurden auf Kiawagamma für majestätische Stahlmonster Liturgien der Versammlung und Astenzündung abgehalten. Für alles zertrümmernde Tunnelgräber, für mächtige Lastenträger und für hungrige Mega-Erntemaschinen. Diese virtuose Kunst ist heute in Vergessenheit geraten, doch die Mechanicus-Artifexe können sie wiederbeleben. Dann wird wieder der triumphale Klang der Sirenen der Coronus-Ausdehnung erbeben lassen. Ja, Vorteil ist, wir bekommen die mobilen Extrakti, unser Profitfaktor steigt nochmal und wir können einen neuen Vertrag abschließen. Und ich habe gesehen, dass wir die makellosen Servitoren, obwohl doch, nee, größer gleich 5. Okay, das checken wir nachher nochmal. Welches der Dreierprojekte denn für uns dann interessant ist? Okay, das geht bei beiden. Hier würde die Sicherheit runtergehen, das finde ich nicht so gut. Okay, das wäre natürlich ganz cool. Waffen 9, okay. Speedfaktor. Effizienzmechanismen. Okay. Natürlich teurer. Okay, ja. Damit haben wir tatsächlich mal einen kleinen Überblick, wohin wir denn dann gehen könnten. Aber wir wollen jetzt erstmal weitermachen. Okay. Da gab es anscheinend nichts. Mit. Hier gäbe es 2 Platzstahl. Schauen wir uns das hier an. Die Auguren haben Rackteile in der Nähe des Raumschiffs entdeckt, können aber nichts Genaueres darüber sagen. Das auch verschwunden. Okay. Tal des Schlafs. Die Kuh hat ein verborgenes Tal entdeckt, das mit den Skeletten von Tausenden von Tieren übersät ist. Augurendaten weisen darauf hin, dass hier eine Art Schlafgas in der Luft liegt. Den Tieren war wohl entweder nicht klar, dass sie sich in eine tödliche Falle begeben, oder sie sind absichtlich hergekommen, um hier zu sterben. Okay, wir werden das Gas studieren.
Nach einer Reihe von Experimenten gelingt es den Waffenschmieden, das Schiff, ein paar verschiedene Munitionstypen zu perfektionieren. Okay. Gut. Okay, und damit verlassen wir Mundus Nullius. Okay, dann könnten wir tatsächlich hier hingehen. Während der Phase, die als Nachtschicht definiert ist, wurde die Luft im Schiff plötzlich sehr abgestanden. Wer wach war, der berichtete von einer je auftretenden ungeheuren Müdigkeit. Wer schlief, der berichtete von schrecklichen Albträumen. Die Xeno Irliet aus dem persönlichen Gefolge des Lord Captains wurde in einem der Module des Schiffs im Delirium vorgefunden. Sie schrie in ihrer unheiligen Sprache, die Arme hoch über den Kopf erhoben, als würde sie versuchen, den Himmel zu stützen, damit er nicht herunterfällt. Die Enforcers konnten sie nicht aus dieser Trance befreien. Zwei, die versuchten, Irliet zu bewegen, wurden angegriffen und starben augenblicklich. Die Xeno erlangte etwa 10 Stunden später ihr Bewusstsein wieder. Sie erklärt, dass sie gesehen habe, wie ihre Heimatwelt Kruderach um sie herum zusammenbricht und sie sei die einzige gewesen, die die Wände stützen konnte. Und sie ergänzte noch, dass sie nie wieder irgendeinen Kempansei versuchen solle, sie ohne ihre Erlaubnis anzufassen und dass sie in Zukunft alleine mit den Einflüssen des Warp fertig werde. Okay, perfekt. Wir brauchen die vielen Punkte gar nicht. Okay, das ist gut. Sind Dinge. Wir beginnen hier. Phlogiston 3. Wir setzen das letzte Extraktium. Und wir schauen uns die Spuren eines Meteoriten an. Die Auguren des Schiffs haben auf der Oberfläche des Planeten einen nicht heimischen Mineralcluster entdeckt. Vermutlich die Überreste eines uralten Asteroidenschauers. Die Substanz ist wertvoll, doch es wird nicht leicht werden, sie zu sammeln. Der Asteroid sitzt direkt über zahlreichen unterirdischen Höhlen. Die uralten Tunnel und Gewölbe sind unglaublich instabil und würden das Gewicht einer größeren Gruppe von Menschen wohl nicht tragen, geschweige denn das eines Shuttles. Ja, wir werden das Risiko eingehen und dennoch ein Shuttle schicken. Dank der Erfahrung der Crew war es möglich, die Mineralien zu sammeln, ohne die uralten Höhlen zu zerstören. Oh, damit gibt's hier nochmal Plaststahl. Okay, aber wir haben leider... Ja, wohl, wir haben 14. Dann brauchen wir das tatsächlich gerade nicht. Aber das ist ein schönes Benefit. Wir gucken mal in die Kolonieverwaltung. Und wir kriegen die 10 Extraktiums. So, okay, jetzt müssen wir tatsächlich die Entscheidung treffen. Ja, die Effizienz ist bei größer gleich 5. Nein, das haben wir nicht. Und die kriegen wir auch nicht mehr. Dazu hätten wir am Anfang Restauration machen müssen. Mhm. Okay, das heißt, wir können nur noch den Wachdienst machen. Damit die Sicherheit erhöhen. Jawohl.
starten war das. Ja, dann geht auch die Sicherheit um 2 nach oben. Das heißt, wir kommen auf eine Sicherheit von 3. Das klingt doch schon mal gar nicht schlecht. Wir gehen mal kurz auf unser Inventar. Okay, nachdem wir jetzt 10 Stück haben, können wir hier natürlich einfach, dass ein 5er vorkommt, dann nehmen wir das mit. Vorräte, aber nur 1. Haben wir gerade genügend. Noch ein Fragment. Okay, zum Tagebuch. Okay, hat er nicht gemacht. Schauen wir uns jetzt das Tagebuch an. So. Okay, die Eldari in Not. Kriegen wir irgendwie nicht abgeschlossen. Okay, ein Weg nach Veabos 6 Bahnen in Mortus Arceus. Okay, hier haben wir noch die Eldari in Not. Das können wir jetzt, glaube ich, angehen. Wir gucken mal ganz kurz bei den optionalen Quests. Was war das hier? Ach nee, das ist noch offen. Was mit Archaeotech? Weil das ist doch gerade. Ist doch gerade abgehakt worden. Mein Gott, wir haben noch jede Menge. Okay, das ist also hier unter Gerüchten, Stück für Stück. Oh mein Gott, ungewöhnlich. Die ungewöhnliche Schwäche des Lord-Captains für bizarre Nagetiere verbreitet sich auf den Decks des Schiffs wie ein Lauffeuer. Okay. Können wir das wirklich machen? Für 5 Vorräte? Das hier wäre schon eher nach meinem Geschmack wegen der Chemikalien. Ja, aber 12 Personen? Hm. Okay. Dann bewegen wir uns zu den Piraten.
Mist, okay. Hab ich sie falsch positioniert, okay. Jawohl. Okay. Okay, wir können mal auf Upgrade gehen. Und wir können hier mal neue Fähigkeiten aussuchen. Ja, das klingt gut. Ich glaube,
wir nehmen 10% mehr Schrott. Jawohl. Komponenten, hier haben wir nichts für. Wir haben 600 Schrott. Das heißt, wir werden mal unseren Rumpf upgraden. So. Gut, auch hier ist nichts. Gut, dann gehen wir hier und machen hier das hier. Hier würde ich gerne zwei Punkte dann. Warte mal, das können wir eigentlich gleich machen. So, damit ist das hier schon mal gelb. Das heißt, wir kommen hier wieder nach Mundus Valancius und von hier aus über grüne Routen weiter. Okay. Dann. Erfordert die. Okay, ein Kolonieereignis. Wir forschen hier. Ach, hier ist ein gelber Bereich und wir gehen hier rüber. Folstone. Oh, wir müssen hier hin. Okay, da müssen wir hinreisen. Okay, das heißt, das wird jetzt noch nicht geschehen. Wir besuchen dieses Team und suchen nach den Eldari. Lord Captain, Schiffe der Drukhari patrouillieren das System. Die Chance, unerkannt an ihnen vorbeizukommen, ist gleich null. Okay. Ja, es ist, wir können hier. Es gelingt dir nicht unbemerkt, an den feindlichen Schiffen vorbeizugelangen. Das nächstgelegene Drukhari-Schiff greift sofort an. Bereit machen. Andere werden bald mitmischen. Die Crew des Schiffs ist der Herausforderung gewachsen. All stations, report when manned and ready. Alarm! Die Drukhari haben einige Posten deines Flaggschiffs mit einer unbekannten Xenos-Kraft blockiert. Deine Besatzung wird die Kontrolle über den Posten in mehreren Runden zurückgewinnen. Okay. Okay. Dieses hier. Wir benutzen die Lanze. Und damit haben wir das rausgenommen. Ja, damit kommen wir nicht weit genug. Wir schubsen die mal durch eine Bordwelle rum. Okay, das hat ihnen keinen Schaden gemacht. Gut. Was haben wir hier? Zwei weitere. Jawoll. Okay.
hier hin. Du. Okay. Eins ist rausgenommen. Einen Spray. Okay. Ich hätte vielleicht die Torpedos vorher. Okay, nehmen wir uns hier hin. Ganz schön wendig.
erst die Frage. Die beiden kriege ich rein. Ich das nicht. Okay, dann bewegen wir uns erst hier hin. Machen dies hier. Und das hier. Outmaneuver House Orselio. Okay. Götterfunke Lanzenwaffen. Okay. Schauen wir gleich mal, wo die hinkommen. Okay, machen wir noch das hier. Die kann sonst nirgendwo hin. Bedeutet, wir gehen hier auf die Fracht. Die raus und die raus. So. Okay. Dann können wir uns diesen Planeten anschauen. Zwei Schmugglerlager. Jetzt haben wir hier einen Flammenwerfer. Ja, der kommt mit hier rein. Okay. Gut, Leute. Da, sind wir tatsächlich wieder am Ende einer Folge. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich freue mich aufs nächste Mal, wenn ihr wieder mit dabei seid. Und hoffe, ihr hattet Spaß an der Folge. Bis zum nächsten Mal. Ich verbleibe euer Sven. Ciao, ciao.